Hallo und willkommen zum zweiten Teil des Wiki-Tutorials. Hier wird es um das Erstellen von Listen gehen. Wie wir eine Liste erstellen, und zwar nummerierte, nicht nummerierte, und wie wir Listen ineinander verschachteln und gliedern. Hier in unserem Wiki wollen wir erstmal unter Ziel nochmal ein paar Listenpunkte hinzufügen, weil der Einführungstext vielleicht noch nicht ganz vollständig ist. Und deswegen gehen wir wieder auf Bearbeiten. Und um eine Liste zu erstellen, schreiben wir am Anfang der Zeile für den ersten Listenpunkt ein Stern hin. Einmal so. Dahinter einfach der Text. Ich füge den ein. Und es für den zweiten Listenpunkt wieder ein Stern am Anfang der Zeile. Ich fülle mal den Rest aus. Und so, und dann können wir auf Speichern gehen. Und wir sehen hier eine nicht nummerierte Liste. Jeder Stern steht für einen Punkt. Wenn wir größere Listen machen können, geht das genauso gut. Für eine nummerierte Liste gehe ich jetzt mal auf Partner. Und weil ich bisher nur 3 Partner angegeben habe, möchte ich jetzt die restlichen 15 Partner von Daria hinzufügen, damit das Ganze besser aussieht. Ja, schreibe ich nochmal einen Titel hin, weitere Partner. So, und für eine nummerierte Liste schreiben wir statt Sterne Rauten am Anfang der Zeile. Und wie wir bei der nicht nummerierten Liste bereits gemacht haben, kommt dahinter einfach der Text. Das Schema bleibt also das gleiche. Am Anfang der Zeile Raute, hinterher Text, nächste Zeile Raute und dahinter Text. Und so entsteht nach und nach diese Liste. Weil ich jetzt nicht 15 Partner nacheinander hinschreiben möchte, füge ich sie jetzt alle einfach mal auf einmal hinzu. Und so dürfte das dann aussehen, wenn es fertig ist. Wir speichern nochmal die Seite. Und wie wir sehen können, ist eine nummerierte Liste unter weitere Partner mit den weiteren Partnern von Daria vom 1. bis zum 15. Ich möchte Ihnen nur noch mal kurz zeigen, dass die Listen auch verschachtelt werden können, beziehungsweise dass wir eingerückte Listenpunkte machen können, wenn wir 2 Rauten am Anfang der Zeile schreiben, dann rücken wir den Listenpunkt 1 nach rechts ein, wie ich hier mal kurz zeige. Hier sehen wir unter erstens nochmal erstens und zweitens eingerückt. Und wir können auch nummerierte und nicht nummerierte Listenpunkte vermischen. Das machen wir, indem wir hier zum Beispiel erst eine Raute und dann einen Stern hinschreiben, dann haben wir unter erstens 2 nicht nummerierte Listenpunkte. Und das war's schon von mir über Listen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.